Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir den besten Opener, die beste Gesprächseröffnung mitgeben, die du benutzen kannst, um deinen Erfolg bei Frauen zu steigern. Willkommen zurück im Video. Heute möchte ich dir den besten Opener geben, wie schon gesagt, die beste Gesprächseröffnung, die du benutzen kannst, um Frauen kennenzulernen. Denn das ist so eine Frage, da kommen die Leute immer wieder auf mich zu. Ich hatte sogar mal jemanden, der mich gefragt hat, hey Tim, was ist denn jetzt dieser eine Spruch, mit dem man jede Frau bekommen kann? Und darüber wollen wir heute reden. Über dieses Mindset wollen wir heute reden und ich möchte dir den besten Spruch mitgeben, den du benutzen kannst, um möglichst erfolgreich mit Frauen zu sein. Was ist also damals passiert, als dieser Mann mich angesprochen hat und mich gefragt hat, hey Tim, sag mal, was ist denn jetzt der erfolgreichste Spruch? Oder was ist denn dieser eine Spruch, mit dem man jede Frau bekommen kann? Was habe ich damals zu ihm gesagt? Ich habe ihn angeschaut, war etwas irritiert darüber, über seine Frage und habe ihm dann gesagt, dass es diesen Spruch einfach nicht gibt. Es gibt diesen Spruch nicht, mit dem du jede Frau bekommen kannst, denn du kannst nicht jede Frau bekommen. Du kannst nicht jede Frau bekommen, egal was du machst. Es wird Frauen geben, du bist einfach nicht deren Typ. Es wird Frauen geben, die finden dich einfach kacke. Und je polarisierender bist, je mehr du selbst bist, desto mehr Frauen werden dich kacke finden. Und das gehört dazu. Das ist Teil des Spiels, Teil des Lebens. Und das sollte auch so sein. Du willst nicht der Typ sein, der es allen Frauen recht macht. Du willst nicht der Typ machen, den alle Frauen mögen, aber mit dir schlafen will auch keiner von denen. Alle finden, du bist okay und mit dir kann man wohl rumhängen, aber das war's dann auch. Nein, du möchtest der Typ sein, der er selbst ist, der Typ, der polarisiert. Manche Frauen werden dich lieben, manche Frauen werden dich scheiße finden. Deswegen kannst du niemals alle Frauen bekommen. Und ich erzähle diese Geschichte, weil das direkt uns hinführt zum allerbesten Opener, der deinen Erfolg mit Frauen steigert. Denn auch den allerbesten Opener, der deinen Erfolg mit Frauen steigert, den gibt es nicht. Und ich möchte dieses Video über Opener, Gesprächseröffnung machen, weil ich immer wieder sehe, auch bei Coaching-Teilnehmern, dass es eine Sache ist, die Männer unglaublich hemmt. Männer, die zu mir sagen, ja, wie soll ich sie denn ansprechen? Ja, ich würde ja gerne, ich weiß aber nicht wie. Und das nutzen sie dann als Ausrede oder als Grund, könnte man auch sagen, um die Frau nicht anzusprechen. Und darüber will ich sprechen. Schlag dir aus dem Kopf, dass du an irgendeinen Punkt kommen müsstest oder noch irgendwas wissen müsstest, um anzufangen, Frauen kennenzulernen, denn das musst du nicht. Du weißt bereits alles. Der Witz ist, in dir ist bereits alles vorhanden, was du brauchst, um erfolgreich Frauen kennenzulernen. Es ist nur unter einer großen Schicht von Müll begraben, von gesellschaftlichen Konditionen, von Dingen, die man dir mal erzählt hat, von Vorstellungen, die du über dich hast, von deinem eigenen Ego. Mal nur ein paar der Sachen zu nennen, die da drauf liegen, über deine eigentlichen Fähigkeit. Das heißt, es geht nicht darum, mehr zu wissen oder ein guter Flirter zu werden, denn du bist bereits ein guter Flirter. Du musst wieder zu deinen Wurzeln zurückkehren sozusagen. Und vergiss den perfekten Opener. Ich sage immer, wenn du Hi zu einer Frau sagen kannst, dann kannst du eine Frau ansprechen, denn mehr braucht es nicht. Es ist egal, was du zu einer Frau sagst. Das ist egal. Es geht vielmehr darum, wie kommst du als Mann rüber? Wie wirkst du als Mann? Und dann ist es irrelevant, was du zu einer Frau sagst. Gibt es schlechtere und bessere Sachen? Natürlich. Na, wenn du einer Frau sagst, hey, du hast geile Titten und ich will dich hier sofort vögeln, im Gegensatz zu Hi, dann wirst du wahrscheinlich hier deutlich schlechtere Reaktionen bekommen, aber vielleicht auch die eine oder andere gute Reaktion, weil die Frauen sich freuen, wie viel Eier du hast. Hi funktioniert im Grunde eigentlich immer. Das heißt, du brauchst keinen speziellen Opener. Und ja, klar, es gibt ein paar Sachen, die funktionieren gut. Wenn du zum Beispiel im Club unterwegs bist und du fragst Frauen, wer lügt mehr, Männer oder Frauen, dieser klassische Pickup-Opener, kommt dir vielleicht vor wie der dümmste Opener der Welt, aber ist schon ganz gut, weil Frauen reden einfach gerne über sowas. Frauen reden gerne über soziale Themen natürlich, ganz klar. Aber ich habe auch schon Frauen eröffnet mit, hey, bist du eher der Erdbeer- oder Bananentyp? Oder hey, kennst du diesen Moment, wenn du einen fremden Mann auf der Straße ansprechen willst und du weißt nicht, was du sagen sollst? Ich habe Frauen mit Hi angesprochen, ich habe Frauen mit Hey, du gefällst mir angesprochen, ich habe Frauen mit absolut allem in meinem Leben schon angesprochen. In meiner Karriere als Flirter, sage ich mal. Und was ich gemerkt habe, ist, es ist irrelevant, was du sagst. Denn an den Tagen, wo ich gut war, wo ich gut drauf war, wo ich in einer guten Stimmung war, wo ich sehr authentisch war, sehr in meiner Männlichkeit zu Hause, sage ich mal, da lief alles sehr gut. Und an Tagen, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe, vielleicht ein bisschen schüchtern war, mich nicht getraut habe, mich klar auszudrücken oder generell eher in meiner Angst unterwegs war, da lief es schlechter. Und der Opener, der Gesprächseröffner, hat da gar keinen Unterschied gemacht. Und das Wichtige, die Message dieses Videos, die ich an dich rausgeben möchte, ist, vergiss diese Perfektion, vergiss dieses, oh, ich muss noch X erreichen, bevor ich dann anfange, an Frauen anzusprechen. Nein, du musst nicht X erreichen, du kannst jetzt anfangen, Frauen anzusprechen. Und wenn du es allein nicht hinkommst, dann kommst du zu mir. Bewerben kannst du dich für ein Coaching, erster Link in der Beschreibung.
Du musst nichts weiter wissen. Du musst nicht noch 10 Bücher lesen und dann in die Praxis gehen. Das ist auch ein ganz großes Problem, das mit diesem Opener-Thema zusammenhängt. Die meisten Leute konsumieren viel zu viel. Die lesen dann, wie ich am Anfang auch. Ich habe das auch am Anfang gemacht. Ich war im Picker-Forum unterwegs, ich habe gelesen, das ganze Forum durchgelesen. Das ist ja auch total spannend. Und die Geschichten sind geil. Vor allem, wenn du sie von außen liest, dann denkst du dir, boah, ist das einfach. Das kann ja jeder. Wenn du dann aber selbst auf der Straße bist, merkst du, oh, da gehört ganz schön was zu. Da gehört Mut zu, da gehört... Ja, man muss durch unwegsames Gelände sich bahnen, sage ich mal. Es passieren immer wieder Dinge, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass sie passieren. Und dann musst du damit umgehen in dem Moment, wo es passiert. Das heißt, es fordert auch viel von dir. Aber du lernst es nicht, indem du liest. Ne? Die meisten Leute machen 80% Theorie, 20% Praxis. Was du machen solltest, ist 80% Praxis, 20% Theorie. Klar, wenn du dann Frauen angesprochen hast, wenn du viele Frauen kennengelernt hast, wenn du Erfahrungen gesammelt hast, dann kannst du gerne darüber reflektieren. Schreib es in dein Tagebuch, schreib darüber, überleg, okay, was ist passiert, wie könnte ich es besser machen nächstes Mal? Vielleicht hat ein Opener besser funktioniert als der andere. Ich sage nicht, dass es nicht schlechtere und bessere Opener gibt. Ich sage nur, es ist einfach nicht relevant. Zumindest nicht so relevant, wie die meisten Männer es machen wollen. Es kann dich nicht davon abhalten, Erfolg mit Frauen zu haben. Du brauchst es nicht. Das ist keine notwendige Voraussetzung. Denk darüber nach, wie lief es? Habe ich gut geflirtet? Habe ich schlecht geflirtet? Lies mal gute Bücher. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht. Meine Top 10 Bücher kannst du einfach eingeben. Tim, Anne Wolzen, Top 10 Bücher. Lies gute Bücher. Ja, konsumiere auch mein Wissen. Schau mal die Videos. Das macht alles Sinn. Aber dann handle auch. Dann geh auch in die Praxis. Und lass dich nicht von solchen Kleinigkeiten aufhalten, wie was ist der perfekte Opener? Oder wie hole ich die Nummer? So, als ob du früher, als ob jemand dir irgendwie einen Satz mitgeben müsste, weil nur mit diesem Satz funktioniert es. Hol halt einfach die Nummer, so wie du es halt machen würdest. Und dann siehst du halt, wie es funktioniert. Und dann kannst du es ja mit der Zeit auch verbessern. Mit der Zeit wirst du lockerer eben nach der Nummer fragen. Oder nach einem Sofort-Date fragen. Ja, du musst nicht die genauen Informationen, wie das jetzt funktioniert, den genauen Satz, nur mit diesem Satz funktioniert es. Diesen Satz gibt es einfach nicht. Geh auf die Frau zu, mach dein Ding, wenn du Hi sagen kannst, weißt du bereits alles, was du wissen musst, um Frauen kennenzulernen. Es gibt einfach keine Ausrede mehr, nicht Frauen kennenzulernen. Schön, dass du hier warst am Sonntag. Ich hoffe, das hat dir Motivation gegeben, damit du in der nächsten Woche loslegen kannst, endlich Frauen anzusprechen. Wie gesagt, wenn das für dich nicht funktioniert, kommst du zu mir. Oben links abonnierst du den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unten kannst du dich, wie gesagt, für ein Coaching bewerben. Und unten rechts kommst du zu einem Video. Dort erhältst du weitere Informationen, die du brauchst für deinen Erfolg mit Frauen. Schau da einfach mal vorbei. Ich wünsche dir einen geilen Sonntag und wir sehen uns bald wieder. Ciao.